Hallo zusammen, herzlich willkommen zu XSPay Factorio. Wir haben gesehen, hier haben wir so ein kleines Problem mit unseren Prozessoreinheiten, weil irgendwie die gehen nicht schnell genug und ich möchte meine Extra-Produktion noch hier mit dabei haben. Deswegen, wir müssen was ausprobieren. Und zwar sagen wir, hey, du hier, bist doch so quasi eine gute Fabrik. Und als gute Fabrik brauchst du doch, wo haben wir, jetzt ganz doof, ah hier, blaue Schaltkreise, so. Bingo, einmal angeschlossen. Dann braucht ihr von oben und von unten etwas. Das heißt, ihr benötigt einmal den hier, einmal den da hier und einmal hier rüber. Ist nämlich die Frage, ob wir dadurch die Produktivität steigern können. Wie viel braucht denn? Er braucht auf jeden Fall mehr von den grünen Schaltkreisen. Okay. Verstanden, verstanden. Das machst du jetzt aber nicht du, dass du hier rüber gehst, oder? Irgendwie, nein, schade. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Das wäre jetzt mehr als schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Okay, wie wäre es denn mit, du darfst das Ganze hier in eine Anbieterkiste reinschmeißen. Das ist doch bestimmt auch nicht mal so schlecht für dich, oder? Aktive Anbieterkiste. Ich glaube so, oder wir kommen. Kommen wir einmal so von außen rum. Ich brauche mal kurz ein paar lange Ärmel. Das muss ich direkt mal ausprobieren. Das wäre noch was von hier drüben. Einmal so rüber. Aber hier funktioniert es nicht. Hier funktioniert der Trick nicht, aber er funktioniert vielleicht hier drüben. Ja, hier drüben funktioniert er. Okay, Moment, dann lassen wir es nämlich bleiben mit den Anbieterkisten und sagen direkt, wir möchten hier runtergehen. Haben wir durch. So, und Bingo. Er dauert ein bisschen lang, aber es sollte funktionieren. Er sollte funktionieren. Okay, haben wir einmal von links und einmal von rechts. Jetzt kommt nochmal die Extraladung von da drüben hin und ja, herrlich! Ja, herrlich. Jetzt können wir das sogar noch schneller produzieren lassen. Heißt, die genau die gleiche Chance hier drüben anstellen. Und ich habe immer hier auf die, sag's mal, Forschungsdinger geschaut, aber nicht auf die Prozesse. Vielen Dank an den Kollegen, der mich darauf hingewiesen hat. Ich muss mal gucken, ob ich. Ich hoffe, ich denke dann, dass ich vielleicht den Namen hier noch einblende oder so. Weil das hat mich jetzt echt gerettet. Muss ich echt sagen. Also, das war ein wunderbarer Tipp. Wie wär's denn mit. Nein, das ist der verkehrte. Hier hin. Und dann brauchen wir noch einen roten, der das Ganze nach hier hinten verfrachtet wiederum. Oh, Moment, das geht natürlich nicht da. Das geht natürlich nicht da. Das geht natürlich ebenso wenig. Hier, zack, Bingo. Das Eis im Nichts steht eigentlich. So, wunderbar. Eine kleine Chose hier ums Eck rum gemacht. Einmal so und einmal so. Okay, die sind zu langsam momentan. Dann sagen wir zur Gaudi einfach, hey. Ihr pusht euch auf. Ihr müsst ja nicht schnell sein. Aber ihr sollt zumindest mal in der Lage sein, das Zeug auch mitzugreifen. So. Ach, wir haben hier. Hey, Moment. Kleines Problemchen gesehen. Kleines Problemchen gesehen. So, jetzt sind wir richtig rum. Das können wir auch noch mitnehmen. Nach unten. Nach oben. Dann der rote. Ich bin gerade ein bisschen leise. Einfach nur, weil ich hier gerade versuche, das irgendwie richtig hinzubekommen. So. Okay. Jetzt soll es eigentlich funktionieren. Wenn wir noch kurz den hier anschließen. Wo kommt der her? Ach, da drüben kommt der her.
Ach, der wird direkt da eingespeist. Ha, ja, Moment. Einen Moment. Ja, das ist klar, wenn das da nicht funktionieren kann. Das kann so echt nicht funktionieren. Können wir mal den hier hinstellen. Und einfach sagen, hey, das geht auch nicht da. Was habe ich hier zusammengebaut? Sag mal, hier ums Eck rum, damit wir hier rumkommen und hier rumkommen. Hier haben wir was. Das müsste man jetzt nach drüben machen eigentlich. Das müsste echt alles nach da drüben gehen. So. Macht das also, wenn der nicht da ist? Nee, macht nichts, also wie er schaut. Okay. Ist schon mal gekauft. Bringt mir aber hier nicht viel. Nee, brauchen wir gar nichts. Da mache ich keinen Gewinn mit der Aktion. Wie wär's denn mit. Boah, das da hier. So und so rüber gebaut. Habe ich noch ein paar normale irgendwo? So ein paar Röhrchen? Nope, da muss ich mir ein paar machen. Da muss ich mir ein paar machen. So, jetzt haben wir hier wieder eine Verbindung zusammen. Jetzt soll es eigentlich funktionieren, ob ich. Ja, das hätte ich sogar hier drüben anschließen können, eigentlich mit der neuen Variation, aber egal. Egal. Ich sag nur, Sitz passt und hat Luft. Von hier rüber. Von darüber, okay. Halt, falsch, so rüber. Wir müssen immer noch mitbedenken, dass wir den hier auch noch da haben. So, okay. Heißt, das müsste jetzt auch funktionieren. Und jetzt haben wir gerade nur das Problem, dass wir nicht genug grüne Schalt. Warum nicht? Wo liegt hier jetzt gerade der Fehler begraben? Ich habe alles schneller gemacht. Kupfer haben wir eigentlich auch bis zum Umfallen. Fehlen noch ein paar Geschwindigkeitsmodule wie. Ich glaube ja. Ich habe so ein paar Geschwindigkeitsmodule, dann bestimmt nicht schlecht. Bauen wir drei Stück mal hin. Warum denn nicht? Wir können das mal hier alles hinschmeißen. Haben wir zumindest einen gewissen Output mehr. Du machst nichts bei mir zu suchen. Dann soll ich mal noch ein paar. Guck mal, mit der Motor schon wieder her. Ich habe doch gar nicht. Okay, Moment. Motor, 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 Motor. Hier machen wir Motoren. Jetzt können wir den hier reinschmeißen. Der rote Motor. Können wir unten reinschmeißen. Ah, den haben wir weggenommen. Den haben wir weggenommen. Okay. An den kann ich mich ja noch erinnern, sozusagen. Sehr viele Motoren. Wunderbar. Da haben wir noch genug übrig. Lichtbogenöfen. Haben wir auch noch übrig, so wie es ausschaut. Bitte schön. Könnt ihr direkt weiterverarbeiten, das Ganze. Und da brauchen wir aber noch. Ach, genau. Wir haben von oben. Aha, wir haben ja. Wir haben ja zwei Schienen gemacht. Stimmt, da war ja was. So, hier zacken noch mehr davon. Ich meine, ihr produziert auch schon was vor der Kanne. Ihr auch, ihr auch. Das würde in der Zukunft mal besser laufen. Hast du mit hier vielleicht noch eins? Warum nicht? Das würde auch noch vor uns gehen. Na, die Kohle brauchen wir hier nicht verschnellern. Das ist schon alles auf Hochtouren ausgelegt. Ja, da sind wir schon, wenn wir Stapelgreif machen. Dann sind die wahrscheinlich wieder viel zu langsam dafür. Deswegen brauchen wir hier Stapler-Upgrade, damit die gleich immer mit. Vier Stück herrollen, aus. Ich probiere es echt mal aus. Maus, was ist, wenn ich jetzt sage?
Dann kommen die gar nicht mal hinterher. Oh, es ist immer so ein Spiel, es ist immer so ein Spiel. Wir bekommen es nicht ganz auf die Reihe. So, wunderbar. Jede Menge davon mitnehmen. Wir bauen noch ein paar Stück. Hier von jedem Abbas. Von jedem Abbas. Dann können wir nämlich da hinten nämlich auch dann anfangen. Die Roten war hier mal was, hier mal was, hier mal auch was. Die Roten haben wir, das haben wir, das haben wir hier. Das wird hier verbessert. Ich habe meinen Hex überall drin, damit wir überall etwas besser, etwas mehr, ein bisschen beschleunigt produzieren können, aber es reicht natürlich nicht überall aus. Aber besonders wenn ich dann dran stehe, dann verschwindet ihr alles wie dem Nirvana von dem Zeug. Na, komm mal her, so. Wie schaut es gerade hier aus? Das heißt, wir müssen hier einen reinmachen, hier einen reinmachen, hier einen reinmachen. Ach, und da oben haben wir noch. Da sind wir noch gar nicht auf dem Massenanklang. Okay. Das sieht doch schon wesentlich genial aus. So, hier auch eben so. Damit haben wir jetzt unseren Output doch etwas verbeschleunigt. Nicht so arg, wie ich es gerne hätte, aber zumindest ein bisschen was. Das ist schon mal ein recht guter Anfang. Man so gefragt, alle paar Sekunden ein einziges Chipsätzle mehr rausbekommen. Bin ich schon mal glücklich. Da bin ich doch schon mal richtig glücklich. Aber wir müssen trotzdem noch die. Mal gucken, da unten da ist fertig. Da auch, da auch, okay. Achso, das war meine Geschütztürme, okay. Ich kann sagen, irgendwas läuft hier gerade schief, aber nein. Alles soweit in Ordnung. Eisenerz, Stein und Kupfer haben wir hier. Das wird auch alles abgebaut. Okay, da haben wir was. Eisen haben wir hier was. 26k, 9000. Dem ist auch schon bald zu Ende, das ganze Zeugs. Aber ich freue mich schon, wenn wir hier oben sind. Solaranlage fertig bauen, hier die Batterien weiterbauen. Das ganze Gleissystem wird hier etwas entschlackt. Jetzt muss sagen, der fährt wirklich nur hier noch rum. Das Ganze hier verschwindet. Alles weg damit sozusagen. Ich habe mal jetzt mal, wo ich brauche. Bitteschön, die Belaunschläger brauche ich gerade gar nicht. Das ist so schnell, kann man eh gerade gar nicht nachproduzieren, wie wir sie bräuchten. Haben wir denn vielleicht noch. Yep, hier kann man eins reinbauen. Und noch ein paar weitere. Es reicht gerade so immer aus. Also, da ist noch Platz für Verbesserung. Da ist noch Platz für Verbesserung bei dem Ganzen hier. Die haben wir auch schon abgehört, euch auch. So, hier Kupfer. Lass mal fliegen. Wir haben bestimmt noch einige. Ja, wir haben einiges am Modul noch übrig. Zack und zack. Hier auch noch ein bisschen was machen. Damit es ja auch ein kleines bisschen effizienter wird. Okay. Es ist alles am Dauerrödeln. Und es liegt wirklich an der Artillerie. Wenn ich das mal durchbekommen könnte. Yeah. Aber hier klauen sie schon ganz schön viel weg von dem Material. Also das ist nicht gerade wenig, möchte ich mal behaupten. Nicht gerade wenig. 1, 2, 3, 4. Dann wird das nämlich noch schneller. Eins hier unten ist das fünfte, das passt soweit. Und wir. Ah, was soll's? Feinmotorenmesser nach da oben hin. Können wir sonst noch irgendwas gerade machen? Eigentlich eher weniger. Der Rest ist eigentlich am Laufen. Ein bisschen schneller oder ein bisschen weniger schneller. Wir können mal gucken, wie es hier unten eigentlich ausschaut. Die Produktion von unseren Roten hier ist natürlich auch etwas semi-optimal, sagen wir es mal so. Was brauchen wir dazu alles? Grün, Kupfer und das hier. Genauso wie die hier, glaube ich, auch Kupfer brauchen, oder? Kupfer und Metall. Da brauchen sie einfach nur Kupfer und Metall. Dann ist es Metall zum Beispiel, dass wir hier eine Produktionsstraße anlegen für das Ganze.
Wie machen wir das am blödsten? Ich meine, an sich brauche ich auf jeden Fall dann jede Menge hiervon. Heißt, wir können es hier schon mal bedienen, würde ich mal behaupten. Ups, so, Dankeschön. Und dann so viele verprasseln, wie wir nur können. Zack. Ah, jetzt fehlt es ab. Ja, super. Danke dafür. Immer schön, wenn produziert wird, immer schön, wenn produziert wird. Wo ich noch jede Menge Kupfer, so wie es ausschaut. Kupferplatten, Kupferplatten. Warum brauche ich denn so viele Kupferplatten? Du. Ah, guck mal. Ach, der hat das Ganze jetzt so verbraucht. Hehehe, nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Zack, so. Also, wenn wir jetzt nicht eine mega Geschwindigkeit haben, dann weiß ich ja auch nicht. Ja, noch ein bisschen. Es müsste wohl noch schneller sein, noch bessere Module erforschen. Aber die kosten natürlich blaue Prozesseinheiten und die können wir uns gerade beim besten Willen nicht leisten. Nee. Das können wir noch machen. Und wir können uns hier jetzt noch bedienen. Beziehungsweise, wir könnten eigentlich direkt ins Hauptlager gehen, weil, yep, da oben haben wir nämlich eh das Problem. Dass die Dinger hier eh nicht schnell genug wegfallen. Okay, das haben wir uns geklaut. Und ich schätze mal, genau das gleiche. Aber sowas von genau das gleiche. Und wir brauchen Plastik, so wie es ausschaut. Jede Menge Plastik. Oder wir brauchen einfach nur. Doch, 80 Plastik. Das haben wir doch bestimmt hier unter versteckt. Das Plastik auch vergeudet. Ich kann sagen, wenn ich nicht nur falsch laufen würde, dann würde ich es sogar finden. So. Wir haben denn davon übrig? So, wunderbar, Dankeschön. Ach, das ist wirklich das Plastik hier, was wir haben. Huiuiui. Ach, das liegt hier eh nur an. Okay. Aber warum? Für das da hier. Aber hier wird kein Plastik weggenommen. Doch hier. Und hier und hier. Okay, habe ich das schon im Inventar? Ne, habe ich noch nicht im Inventar drin. Das wäre jetzt schön für einen Logistik-Slot noch. Ich möchte bitte einen Filtergreifer haben, der mir in eine Anbieterkiste. Also muss ich ja schon anfertigen. Mein Fehler, tut mir leid, Anbieterkiste, zack. Mit einem kleinen Roboter. Hier. Ach so, das baue ich gerade. Ja, vergiss es. So, das ganze Zeug hier reinmacht. Hier ist nichts in der Gegend, ernsthaft. Ach so, genau, weil genau hier der Roboterport fehlt, der dafür eigentlich zuständig wäre. Okay, vergiss es, vergiss es. Dann müssen wir das Ganze ansprechen. Haben wir noch irgendwo Plastik, oder haben wir es nur hier? Wir haben es nur hier momentan, okay. Weil wir hier unsere Hauptproduktion noch für das ganze Zeug haben. Dann müssen wir auch noch ein bisschen schneller produzieren. Zack und zack. Wobei, eins reicht eigentlich vollkommen aus. Eins reicht volle Kanne aus. Zwei Stück davon. Ach, schau mal an. Da brauchen wir noch mal eins. Okay. Gerade umentschieden, wir brauchen noch mal ein zweites. Wir brauchen doch noch mal ein zweites. Weil wir brauchen hier nicht energieeffizient sein. Genauso wenig wie wir. Das bringt dem von uns rein gar nichts. So, wie wär's denn, wenn wir uns hier kurz mal ein paar Route holen? Dann können wir doch bestimmt einmal noch machen. Genau, zwei Stück davon. Bevor wir die danach anfertigen. Und natürlich zuerst, sobald wir die hier reingemacht haben. Zack! Und schnell verarbeiten.
Okay, schaut schon besser aus. Schaut schon wesentlich besser momentan aus. Das kann ich hier auch noch einsetzen. Zack. Und wir sind im Rennen. So, das kann ich kann man nur sagen. Oh, na komm. Nein. Dankeschön. Zack, drei Stück davon. Dann sammeln wir noch ein bisschen was ein, dass wir noch eine 40 machen können. Weil ich glaube, so viel brauche ich mal, um eine Prototypenstraße herzustellen. Würde ich mal behaupten. Mal zu gucken, wie wir das hier am besten können. Wäre schön, wenn wir es hier entlang bauen könnten. Eine kleine Allee. Extra für unsere Guten. Na, guck, da wird es ein bisschen weniger. Wir verbrauchen hier wieder mehr. Das ist voll, das ist nicht voll. Okay, das heißt so viel wie, wir können wieder bei einem einzigen hier der Stromanschalter, würde ich sagen. So. Pumpe mir das ganze Zeug ein bisschen um. Wir brauchen nicht mal Gewinn oder sonst irgendwas. Ich bin ja schon mal froh, wenn es an sich hier funktioniert mit der Pumperei. Ah, muss kurz einen Schluck trinken, Moment. Aber ich sehe gerade, ich muss gerade ziemlich viele Kupferkabel erstellen. Die hätte ich mir jetzt auch alle schnappen können von irgendwer, aber naja, was soll es, was soll es. Das brauchen wir auch nicht mehr momentan. Schauen wir lieber, dass wir genau hier immer schon mal Modülchen für die Dinge haben, alle raushauen. Okay, das wird ja angegriffen, so wie es ausschaut. Das gefällt mir natürlich nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber das ist dann später die Zeit für die Artillerie. Die darf das ganze Zeug dann reparieren. Und sich um den ganzen. Was sagen, soll ich mir nicht gleich einfach direkt nehmen? Dankeschön. Ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer, als wenn ich jetzt anfange hier rumzubauen. Wenn ich jetzt warte, bis die Transporter das ganze Zeug hier mitnehmen. Ja, das dauert jetzt aber auch lange. Vier Stück habe ich gerade in Warteschleife. Das ist nicht gerade wenig. Das ist nicht gerade wenig. Ich überlege gerade, wie wir die Infrastruktur noch umstellen könnten irgendwie. Wo kommt denn? Kann gar nicht überlegen. Ach, der benötigt das ganze Zeug für die Roboterrahmen. Aha! Jetzt wird ein Schuh draus. Okay. Hab mich schon gerade gewundert, was zum Henker gehen da hinten vor. Aber okay. Das ist ja noch einigermaßen legitim. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir jede Menge. Warte mal, können wir. Umspannwerk können wir gerade nicht bauen, weil wir keine weiteren Schaltkreise haben. Okay. Dann können wir entgegenwirken mit vier Stück. Wenn wir jetzt sogar noch hier ein paar Stück mitnehmen, können sogar noch ein fünftes. Weil wenn wir jetzt gerade eh warten müssen, bis die ganzen, sagt es mehr Komponenten gebaut sind, dann kann ich auch glatt mal hochgehen und sagen, okay, wir bauen jetzt auf jeden Fall mal unsere Energieversorgung noch etwas weiter aus. Ich könnte jetzt bestimmt, vielen Dank, noch das ein oder andere machen, um effektiver hier unten zu sein, aber ich glaube, wenn wir hier noch ein bisschen Batterie hinstellen, ist das jetzt nicht die schlechteste aller Optionen. Ja, komm, Roboterchen, alles gut, ich bin nachher wieder da. Ja, okay, bevor es jetzt komplett leer werden. Oh, vielen Dank. Sieht's passt unter da, guck mal. Ich hatte sogar noch ein paar Module übrig. Das ist auch interessant. So, zerstört. Ihr habt da hinten. Da sehe ich leider nichts, meine Freunde, da sehe ich leider nichts. Deswegen ist es mir gerade so ein bisschen egal. Wir tun auf ein bisschen natürlich nur. Wir haben hier unsere Schranke. Muss natürlich aufpassen, nicht, dass mir wirklich irgendwas passiert hier mal. So, ach Gottole, da kann man immer noch was machen. Bin noch gar nicht fertig, sowieso ausschaut. So, dann sagen wir. Wir haben eine große Energie. Block einmal hier. Zack, wunderbar. Ich meine, wir sind ja überall verbunden. Es sollte eigentlich keine Stromprobleme geben irgendwo.
Weil dafür haben wir unsere große Mauer und gelegentlich mal unsere kleinen Mini-Strommästen, sagen wir es mal so. Das sollte ja eigentlich funktionieren. Sonst kann ich können wir auch noch machen. Ja, die kriegen wir alle weg. Es wäre jetzt ein Wunder, wenn wir die nicht wegkriegen könnten. So, haben wir hier hingestellt. Und Umspannwerke. Ach genau, kommt der erst noch. Das wäre noch das kleine etwas. Das kommt ja noch. So, zack, alle mitnehmen. Warum nicht? Die paar Patronchen können wir auch noch mitnehmen. Scheint es so, als könnten wir hätten wir gerade ziemlich viele offen, sagen wir es mal so. So, haben wir hier gebaut. Oh. Die war ein bisschen zu weit weg. Mit Beziehung auf ein bisschen zu weit weg. Ja, drei Stück, das dauert einfach, bis wir die vor uns haben. Das ist eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann können wir noch zwei weitere Klötze hinbauen. Die können wir da oben hinstellen. Die können wir doch gerade da oben hinstellen. Oder können wir es vielleicht sogar. Ja, geht nicht ganz, schade. Geht nicht ganz, aber ich glaube, ich bin da eher auch ein Freund von, wenn man an der Stelle vielleicht hier eine Straße noch so rüber macht. Wir haben wirklich noch Viecher, die hier oben angreifen. Woher kommen die denn? Ach, sind die schon wieder? Sind die schon wieder so weit nach vorne gegangen? Kleine, kleine Sekten. So geht das aber nicht. Ich habe ja auch keinen Weg oder sowas großartig rüber. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das sollte natürlich nett sein, Moment. Da können wir was dagegen machen. Dies etwas nennt sich einfach hier einen Weg hinklatschen. Was soll's? So. Dann das ganze Zeug hier wegmachen. Können wir nämlich hier nochmal irgendwie eine Schranke reinbauen oder sowas. Oder vielleicht weiter oben. Wir haben hier einen Weg. Aber ich glaube, hier unten möchte ich trotzdem noch meinen haben. Ja, da machen wir noch einen hin. Was soll's? So viel Zeit haben wir. So viel Zeit haben wir aber sowas von übrig. Haben wir vielleicht noch genug? Ja? Vielleicht haben wir es. Also gelegentlich ein bisschen Platzprobleme. Die könnte vielleicht sogar sein, aber das war's auch schon dann. So. Ich bekomme nichts von meinen Dröhnchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Solle. Schade eigentlich. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Solle. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass meine Drohnen hier herkommen und mich anfliegen, aber ich glaube, wir sind zu weit weg. Ich glaube, wir sind zu weit weg für den Spaß. Schauen wir doch mal. Jetzt müssen wir doch langsam wieder. Genau, jetzt, da fliegen sie wieder. Jetzt sind sie wieder on Tour. Sechs Objekte wurden zerstört. Was? Okay, Moment, 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 Moment. Wie sechs Objekte wurden zerstört? Haben die jetzt gerade. Diese ländigen. Okay, Moment. Ein Moment. Die haben doch tatsächlich, so wie es ausschaut, die Stromversorgung da unten kaputt gemacht. Und dann ist klar, dann kann ja nichts mehr funktionieren. Au. Warum habe ich das Ding eigentlich mitten hier reingebaut? Mitten in den Weg, in dem ich eigentlich durch die Gegend fahren sollte. So, Leute. Was ist hier hinten jetzt los? So, Nummer 1, reparieren. Alles mitnehmen, alles verteidigen. Und dann geht's auch schon weiter. So, wunderbar. Dankeschön. Ach, schau mal an, was ich hier so finden kann. Die Tatsache, dass mir. Ja, jetzt da. Die kleine feine Tatsache hier unten. Können wir vielleicht. Ja, das können wir auch noch machen. Einmal in die Basis reinfahren. Na, gucken wir doch mal, was wir hier noch so anrichten können. So, einmal rumgefahren. Du-du-du-du-du. Euer Retter ist schon da. Ein Glück, dass ich so viele Extra-Teile immer mit dabei habe. Aber das ist schon böse, wenn sie einfach die Strommasten angreifen, wo sie es gar nicht müssten. Einfach nur
weil es Idioten sind. Stimmt, da ist. Keine Ahnung, warum hier noch Platz ist. So, haben wir hier umgefahren. Jetzt momentan nicht bei meinem Auto hinaus. Wir haben auch jede Menge Zeugs hier drin. Okay, was ist hier hinten passiert? So, schauen wir mal aus. Gucken wir doch mal nach. Das sind nämlich ernstzunehmende Schäden hier, die wir erlitten haben, leider. Ja, da ist sogar richtig, richtig heftige Schäden. Huiuiui. Können wir vielleicht was mitnehmen, wenn wir schon mal da sind? Ja, dich können wir mitnehmen. Dich können wir mitnehmen. Die ganze Strecke können wir mitnehmen. Sonst nichts momentan auf der Seite, okay. Wie schaut es denn hier aus? Da können wir den ganzen Apparat sogar mitnehmen. Genauso wie die hier. Die bauen etwas aufeinander auf. So, das heißt so viel wie. Das ist, glaube ich, auch weg vom Fenster. Ja, das ist auch weg vom Fenster. Okay, wir müssen das ganze Ding hier etwas besser aufsplitten. Das geht so nämlich jetzt nicht mehr. Wunderbar. Dann sagen wir nämlich, wir bauen einmal hier und einmal hier rüber hin. So, herrlich. Sitzt, passt und hat Luft. Das haben die natürlich ein bisschen Probleme, hier rauszukommen, aber ja, was soll's. In dem Fall, was soll's. Ich bin ja schon mal froh, wenn ich. Na komm, lass mich hier mal durch. Wenn das hier normal wieder läuft. Wie schaut's denn hier aus? Guck mal, das hier brauchen wir doch auch nicht mehr. Das wird doch auch überbewertet. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ist auch wieder da, das ist auch wieder da. Stromtechnisch schaut's gut aus. Wir bauen langsam ein bisschen mehr wahrscheinlich, als wir verbrauchen. So, wie schaut's hier unten aus? Ist solide. Ein paar kleinere Problemchen gehabt, aber das war's auch schon. Das Ding ist immer noch massiv und solide und macht uns wahre Freude anzuschauen. So, wir greifen hier mal einen Moment. Falsch, 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 falsch. Das habe ich gerade falsch gesehen. Das Ding kann einfach nur nicht weiter produzieren. So schaut das Thema gerade aus. Okay. Wir haben dich hier, wir haben dich hier, wir haben dich hier und hier oben haben wir auch alles. Passt. Können wir mal wieder zurückgehen und die Umspannwerke und alles noch vor uns fertig machen. So, von meinem hier entlang. Dann können wir sogar noch sagen. Du hier bitte. Damit das nicht noch einmal vorkommt. Hier bin. Dann müssen wir halt so mal in den sauren Apfel beißen und sagen, hey, dann müssen wir hier eine Verteidigungsdichte rausbauen. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt habt ihr so viel Skun gehabt. Passt. Das schaut doch schon wieder wesentlich besser aus. Okay. Dann können, falls hier mal irgendwas aufploppen sollte, wird es gleich wieder abgeschossen. Und das gleiche haben wir jetzt hier drüben auch noch. Sollte. Sitz passt und hat Luft. Das brauchen wir auch nicht soweit. Ups, einmal durchgefahren. Und hier müssen wir ja eh hin. Wenn ich es natürlich noch sagen könnte, genau hier alles rein. Ein paar Steine habe ich noch, keine Ahnung, für was Steine. Hier, zack, bauen ein paar Gleise, was soll's. Kann man immer gut gebrauchen. Okay, jetzt haben wir wieder einen guten Materialstrom. Bloß wir haben noch das Problem mit den roten momentan. Okay, aber da sind wir auf dem besten Weg, das zu lösen. Wenn wir uns dran machen, die Produktionsstraßen ein kleines bisschen umzugestalten. Wir haben das, wir haben das. Also wir haben ja noch. Na, Moment.
Eins am anderen. Jetzt müssen wir erstmal kurz noch oben die, sagt es mir. Wupp. Wunderbar. Also hätte ich außenrum, hätte ich jetzt auch fahren können. Na, was soll's. Was soll's. Ich muss mich daran gewöhnen, noch Straßen zu verwenden. Ist ja auch ein bisschen was Neues für mich. Ist ja auch ein bisschen was Neues für mich, so. Die beiden hier haben wir, okay. Wie schaut's denn hier aus? Die können wir auch vor uns verratzeln, warum denn nicht? Und das gleiche gilt natürlich für unseren Beton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann können wir da zumindest ein bisschen besser laufen. Das geht. Oh. Da haben wir Reparaturen. Okay, gut. Alles klar, Moment, haben wir gleich. Ein bisschen reparieren muss natürlich sein. Na, hier müssen wir ein paar Ausbuchtungen reinmachen für die Roboterports, aber na gut, was soll es? Können wir hier ein Fenster machen und dann nach oben. An dem soll es jetzt auch nicht scheitern. Wie viel haben wir denn noch übrig? Wir haben noch zwei Umspannwerke, aber. Ach so, wir können wahrscheinlich ein bisschen mehr noch hinklatschen. Mit Beton auf ein bisschen mehr. Ja, guck mal. Das brauchen wir nicht mehr und das brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben hier mehr als genug momentan gerade. An Leitungen. Das wie das und das und das und das. Das ist also ein bisschen. Das ist gerade ein bisschen viel. Das kann wegfallen, das kann auch wegfallen. Genau, ein bisschen minimalistischer aufbauen, das Ganze. So. Sitzt, passt und hat Luft. Solle. Können Sie nämlich die beiden gleichzeitig hinbauen. Hätte ich jetzt die Roboterpods schon da, müsste man sie aus meinem Inventar ziehen, sondern würden sie automatisch, glaube ich, von der Grundbasis unten alles holen. Aber ja, was soll's. Ein flächendeckendes Roboternetzwerk. Brauchen wir für den Bau für die Dinge auf jeden Fall nicht wirklich. Nee, na. Kriegen wir auch so irgendwie hin. Aber das kann ich auf jeden Fall nicht mehr machen. Das ist leider ein bisschen zu spät dafür. So, was haben wir hier noch übrig? Jede Menge Holz, wie es ausschaut. Dass wir noch zumindest einen Teil von unseren Sachen noch vor uns hinflaschen können. So, zack. Wir verbrauchen immer 80 Stück. 860, 150. Da können wir sogar nochmal einen Kasten hier unten hinmachen. Und Umspannwerte kommen nachher einfach. Was soll es? 500, 150, 860, können wir sogar noch 3 machen. Da können wir sogar noch 3 machen, okay. Ich kann sagen, bitte nicht noch eine Drohne von unten holen, ich habe nämlich mehr als genug Drohne hier oben, um den Spaß wahrscheinlich zu Ende zu bringen. Oh, weiß ich, müssen sogar selber machen. Weil keine Drohne momentan so weit nach oben kommt, so wie es ausschaut. Okay. Das ist ja schon mal recht gut zu wissen. So, das kann ich auch alles mitnehmen. So, immer wieder alle Drohnen einsammeln. Das gleiche machen wir hier. Und einmal dort drüber. Passt. Den haben wir auch noch mitzunehmen. Und Massenrodung für jede Menge Batterien. Ein Hass für jeden, der auf Bäumen in dem Spiel steht. Ich glaube, es gab auch mal eine Challenge irgendwie kein, oder so gut wie kein Baumfan, aber man braucht ja Bäume für Strommästen. Zum Beispiel für die Anfangssachen. Ich meine, irgendwie musst du ja deinen Strom verteilen, außer du gehst direkt. Ich überlege gerade, kann man ohne Strommästen auskommen, ohne Holz? Das wäre echt interessant, mal rauszufinden. Hm, muss ich mal nachlesen. Muss ich mich mal ein bisschen schlau machen. So, du kommst auch noch mit. Dann fahren wir mit unserem kleinen Buggy wieder nach unten. Mehr können wir hier gerade eh nicht machen. Und dann überlege ich mir mal, wie wir das am besten hinbekommen können mit unserer verbesserten Produktionsstraße. Warte, zack und zack.
damit wir unsere roten Schaltkreise auch produktiv herstellen können, ohne auf etwaige andere Sachen irgendwie großartig angewiesen zu sein. Zack, das kommt hier mit rein. Das wäre nämlich gar nicht mal so das Verkehrteste. Zack, 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 zack. Hier noch ein paar Stück gebaut, wenn wir noch ein paar Roboter übrig haben. Ist auch nicht ganz das Verkehrteste. Aber wie wir das Ganze machen werden, das ist in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dato aber hoffe ich, hat viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer. Tschüss.